Die Silberne Spinne war meine erste Drei-Fragezeichen-Folge überhaupt und deshalb hat sie auch einen besonderen Stellenwert für mich, weil als Kind fand ich das Cover schon so ansprechend, obwohl sonst niemand Spinnen mochte. Und besonders ist mir die Magnusstadt im Gedächtnis geblieben, die es ja gar nicht gibt. Und dann das grandiose Finale mit der läutenden Glocke. Also eine tolle Klassikerfolge, die man immer wieder hören kann. Highlight ist natürlich der Bob mit seinem Haschimitenfest. Und was ich mich einfach schon jahrelang frage, ich habe die Folge jetzt schon so oft angehört und ich verstehe einfach nicht, zu welchem Zeitpunkt Bob diese Spinne versteckt. Erstens faszinierend, dass es irgendwie in einer schwedischen Kolonie spielen soll und man irgendwie nur bayerische oder aber mexikanisch anmutende Volksmusik im Hintergrund hört. Zweitens, der faszinierende Beginn von Bob kriegt eins auf den Kopf, wovon ich mir wirklich nochmal eine Sonderfolge wünsche, wo das überall auftaucht. Und drittens schließlich ein völlig unmotiviertes Ende, wo auf einmal die Glocke geläutet wird und dann innerhalb von 30 Sekunden der Fall als gelöst gilt, was mir irgendwie auch nach mehrmaligem Hören immer noch nicht einleuchtet. Schade finde ich, dass vieles von der Geschichte im Hörspiel verloren geht, dass das Buch nochmal eine ganz andere Dimension aufzeigt. Aber insgesamt finde ich das eine total klasse Geschichte, ist eine Top-Folge und man hätte am Drehbuch ein bisschen mehr was machen können, aber Drehbücher waren jetzt auch nicht die Stärke von den ganz alten Folgen. Eine sehr, sehr schnelle, rasante, spannende Folge. Was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, war dieser Aspekt, dass man das nach Texas verlegt. Wenn es nach dem original englischen Buch geht oder amerikanischen Buch, sind ja irgendwo in Europa unterwegs. Lars Holmquist, der weckt in mir ein Kindergluckgefühl, als er die drei Fragezeichen seine Freundin nennt. Die Rolle von Young verwirrt mich, weil sie keinen Zweck erfüllt und eigentlich ist es eine Bösewichtsstimme, wie aus der verschwundenen Schatz. Und dieser richtige Bösewicht Forsberg ist doch eigentlich der gutmütige Captain aus dem Riff der Haie, oder? Aber da Bob seinem Ruf alle Ehre macht und für uns sogar zweimal auf den Kopf fällt, bin ich gar nicht unzufrieden. Für mich ein geliebter Klassiker. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Recherchen und Archiv. Wir haben ja ganz viele Sachen von euch zugesandt bekommen. Vielen Dank dafür erstmal. Ja, und welche Folge werden wir wohl machen? Die Silberne Spinne, wie ihr wahrscheinlich alle schon rausgefunden habt. Yeah. Wie kam es dazu, Sebastian? Ja, Sebastian. Ich glaube, also ich war an der Reihe mit Aussuchen. Yay! Und ich wollte unbedingt eine Folge mit persönlichem Bezug. Und habe mir insofern die Folge ausgesucht, weil ich nun mal seit Kindertagen von meiner Mutter so eine leichte Spinnenphobie antrainiert geerbt bekommen habe. Und insofern habe ich um diese Folge, allein schon wegen des Covers, einfach jahrelang einen Bogen gemacht. Und mir war zwar irgendwie schon früh klar, dass die Folge eigentlich weniger mit Spinnen zu tun hat, als jetzt zum Beispiel so Flüsternde Puppe, Folge 180. Aber es war halt irgendwie für mich, weiß nicht, habe ich da echt die Finger von lassen müssen. Und ich dachte jetzt so mit 40 Jahren und dem Safe Space im Runde meiner Podcast-Kollegen, kann ich mir das therapeutisch nochmal geben, mir die mit euch anzugucken. Ich dachte, du hättest sie dir jetzt zum ersten Mal angehört. Nee, das nicht, aber ich habe tatsächlich die nur wie ein, zweimal oder so mit meinem großen Bruder gehört. Und das war einfach alleine wegen des Covers, war immer so ne, Abstand halten. Ja. Pack die nicht an. Ja. Und ich meine, lustigerweise hatten wir auch gesagt beim letzten Mal, wir gucken uns nochmal an, was ein Klassiker zum Klassiker macht. Habe ich jetzt gemerkt, okay, ob das jetzt dafür die richtige Folge war, müssen wir besprechen. Und natürlich reizt das mit dem Haschimitenfürst auch, um sich das anzugucken. Ja. Also eine Menge gute Gründe, ne? Genau, also ich finde, was die Folge ja so besonders macht, ist, dass sie der Ursprung des Haschimitenfürsts ist, ja, der ja Legende ist und seither ja quasi Bobs Schicksal zu sein scheint. Ja. Und was noch besonders ist, ist ja, dass sie diesem drastischen Eingriff der Übersetzerin zum Opfer gefallen ist, die ja das ganze Setting verändert hat. Ja? Ja. Von einem europäischen Staat, Königreich, zu einem Industriekomplex. Außerdem, was die wenigsten wissen, ne, und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber zusammen mit dem sprechenden Totenkopf und dem rasenden Löwen gehört sie zum satanischen Kanon der drei Fragezeichen.
Oha! Der satanische Kanon. Ja. Das zwar, ihr müsst die Nummern der Hörspiele nehmen und die Quersumme bilden. Also 6 ist klar, 15 auch die 6, 24 auch die 6, ergibt 666. Es ist auf jeden Fall, ich finde, in diesen Zeiten, heutzutage kann man das behaupten, ja, ist auf jeden Fall, da steckt was dahinter. Das ist der satanische Kanon, Leute. Also gerade in diesen Zeiten sollte man sowas nicht behaupten. Gibt schon genug Quatsch da draußen, aber ich weiß, was du meinst, Stefan, ja. Genau. Aber ich freue mich auch, gerade bei der Folge, das wusste ich halt vorher natürlich auch nicht, wie sehr sich das lohnt, da Buch und Hörspiel sich einfach auch nochmal anzugucken im Vergleich. Das ja, spannend. Sebastian, hast du auch das Buch gelesen? Nee, habe ich nicht, aber ich habe mich natürlich total darauf gefreut, dass der Stefan das Buch liest und ich habe natürlich zumindest schon mal 2, 3, 5 Sachen quer gelesen, die man im Internet so findet über die verschiedenen Namen und Besetzungen und sowas. Ne? Also so das grobe Konstrukt kriegst du ja schon irgendwie recherchiert, ohne das komplette Buch gelesen zu haben. Ja. Es ist tatsächlich sehr interessant, aber auf ein paar Sachen kommen wir ja noch auf jeden Fall. Ja. Es ist auf jeden Fall, vielleicht das so der Vollständigkeit halber, ne, Hörspiel 24 von 1981 ist original von Robert Arthur. Das Buch, ne, was ja dann eben der wichtige Vergleich ist, von 1967. Das letzte Buch, was von ihm als Hörspiel vertont wurde. Und die deutsche Buchfassung ist dann eben von 1981, wo dann die spannenden Übersetzungen und Story-Veränderungen ja auch stattfinden, die uns beschäftigen werden. Ne? Und vor allem also eine hochkarätige Sprecherbesetzung auch nochmal, muss man sagen, finde ich. Dass viele Sprecher, viele coole Sprecher, das ist mir nochmal so aufgefallen. Ja. Genau, Klappentext. Soll ich ihn vorlesen? Den ich habe, ja, was die Hülle verspricht. Verschwörung in Magnusstadt. Der junge Lars Holmqvist soll um sein Erbe gebracht werden. Seine Freunde, Justus, Bob und Peter, wollen ihm helfen, geraten dabei aber selbst in eine gefährliche Lage. Plötzlich ist die legendäre silberne Spinne, die für Lars und ganz Magnusstadt eine besondere Bedeutung hat, in ihrem Zimmer. Die Feinde von Lars möchten den 3 Fragezeichen offensichtlich einen Raub in die Schuhe schieben. Eine abenteuerliche Verfolgungsjagd beginnt. Schaffen es die 3 Freunde auch diesmal wieder? Jetzt hast du das eine S nicht mitgelesen, was in jedem Klappentext, den ich gefunden habe und auch in dem alten eingescannten Cover, was ich habe, auch drin ist. Das ist im letzten Satz, schaffen es die 3 Freunde es auch diesmal wieder. Ah ja, doch, da habe ich das einfach, glaube ich, in der innere Autokorrektur hat das überlegt. Genau, irgendwie du hast das mit Autokorrektur auch da rausgelesen, wo ich nämlich auch mich gefragt habe, warum? Das ist doch einfach nur ein Fehler, oder? Ja. Schaffen es die 3 Freunde es auch diesmal? Ja, einfach nur Nachlässigkeit. Damals hat noch keiner an den Erfolg dieser Serie geglaubt. Das ist so hier so eine Klo-Serie. Da gibt es zwei Ausgaben von und dann. Steile These. Ja. Ja, wer weiß. Ich glaube, die wurde lang unterschätzt. Ich glaube, die 3 Fragezeichen haben lang so Nischendasein. Das wurde erst spät entdeckt, dass da eigentlich so eine Generation darunter hängt, die auch bereit ist, ordentlich Knete auszugeben. Ne? Früher hast du ja kein Merch bekommen von denen, oder? Also ja, früher brauchten wir das auch noch nicht so. Da waren wir als Kinder doch von den Storys an sich schon angefixt. Diese Merch-verwöhnte Retro-Welle, die kam dann später, ja. Ja, es gab kein Internet und die Leute konnten nicht einfach per Klick irgendwas kaufen. Bei dir gab es kein Internet. Merch. So geil. Ja, komm, hör doch Hallo, auf. Gib wieder ins Rasenschwein. Bing. Nein, aber ohne Quatsch, das mit dem Merch hat sich doch hauptsächlich durchs Internet entwickelt, weil jeder halt irgendwie gucken kann und so. Ne? Und früher war Merchandise, also ich habe einen EMP-Katalog gehabt, da konnte man dann irgendwie, keine Ahnung, Bandshirts oder sowas im Katalog bestellen. Doch, es gab aber schon Merch, also so ein bisschen, es gab so... Es gab Comics zu den Actionfiguren dazu und sowas. Ja, ne? Genau. Master of the Universe, da wo ihr so drauf steht. Ja. Ja, das gab's mal so Yps-Heft, ne? So mit Gimmick oder irgendwie sowas. Ja, es war nicht, also vielleicht nicht diese Stringenz, wie es heute ist, dass es gleich aufgefahren wird, aber ja, also ich hätte mich damals über ein 3-Fragezeichen-Detektiv-Set sehr gefreut. So, Das stimmt. Aber das gab's tatsächlich nicht. Ganz kurz nochmal zurück zum Klappentext. Das ist ja wieder einer dieser Klappentexte, die eigentlich schon echt alles Mögliche verraten. Ja.
wo du im Prinzip die ganze Handlung und bis in die weite zweite Hälfte des Hörspiels rein quasi schon dich langhangeln kannst und gucken kannst, so ey, ja, okay, jetzt wird das passieren. Ja. Und dann wird das passieren, wenn du es vorher gelesen hast. Ist nicht so, also streng Frage, genommen fehlt nur noch die Glocke, dann ist es die ganze Handlung. Ja, genau, richtig. Dann ist die Geschichte erzählt. Ja. Ist nicht der beste Klappentext der Welt, das stimmt wohl. Aber ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Bammel, wir müssen jetzt das Cover besprechen, ne? Ich muss jetzt sehr stark sein. Ja. Och. Die Terminator-Spinne. Ja, das ist halt fett, eine richtig fiese Spinne. Also die ist geil gemacht, ne? Ja. Ich meine, da hat die Alga Rasch mal ordentlich geliefert, weil die ist halt super ikonisch und genau, echt dramatisch, aber halt auch entsprechend fies, wenn man es nicht so hat mit den Dingern, ne? Ja, und die hat auch irgendwie sowas Totenhaft-mäßiges. Ja, da ist ein Totenkopf. Totenkopf-mäßiges, genau. Ja, der Kopf ist ein Totenkopf mit roten Augen. Ja, also ich würde es jetzt nicht zu meinen Lieblingscovern zählen, also überhaupt nicht, aber es ist schon eindrucksvoll. Und es stimmt schon, es ist hier wieder gelungen, das so ikonisch zu machen. Und das ist ja das seltene Talent von, also das Talent, das man selten sieht von der, nicht bei ihr, sondern generell. Es gibt wenig Leute, glaube ich. Das Talent hat sie, das kann sie nur nicht so zeigen. Also Alga Rasch kann es halt. Sie kann es nicht immer, finde ich. Ne? Stichwort dreckiger Deal und so. Aber sie kann es, diese ikonischen Bilder zu malen, die so charakteristisch für die drei Fragezeichen sind. Und das ist es auch. Ja? Es ist ja schon eine recht fette Spinne, so mit so Warzen drauf. Oder was ist das? Diese Punkte da. Also. Ja. Ja. Aber man sieht halt, also man kann es ihr auch wirklich abnehmen, dass die aus Metall ist. Ne? Also das ist halt einfach sehr metallisch. Mhm. Klar, kann ich mir vorstellen. Ich finde, es ist gruselig, doch, tatsächlich. Und ja, ich meine, es ist halt auch nicht besonders originell, dass man Schiss vor Spinnen hat oder so, aber ich bin halt auch, ich meine, ich muss mich jetzt hier outen vor Millionen Publikum, aber ich bin halt auch nicht der Einzige, der damit ein Problem hat. Und insofern glaube ich, dass so diese. Das hat ja auch, gerade weil man sich davor so ein bisschen ekelt, hat das ja auch eine krasse Anziehungskraft. Okay. Das ist so die Lust ja auch am Grusel und am Schrecken. Und insofern ist dieses Cover eigentlich schon sehr geil, aber gut, hat ja mein siebenjähriges Ich eher so auf Abstand gehalten und ich finde es immer noch sehr beeindruckend auf jeden Fall. Also zum Beispiel, alle reden gerade über die Bettwäsche. Ich möchte diese Bettwäsche mit dieser Spinne da nicht unbedingt so haben. Also, so eine gezeichnete Spinne löst bei dir schon was aus. Ja. Weil ich würde zum Beispiel denken, ich bin eher so der Schlangenphobiker. Also, dass ich halt Schlangen nicht so gern habe. Aber so eine gezeichnete Schlange ist mir wurscht. Wenn hier aber eine rumkriegt, dann kriege ich die Pimpernellen. Ja, so. Gut, ich meine, wenn jetzt bei dir zu Hause eine Schlange rumkriecht, würde ich auch wahrscheinlich noch mehr aufpassen. Ja, ich habe das aber auch bei einer Blindschleiche. Also wenn ich wandern gehe und so, sieht so eine Blindschleiche und dann, wenn die sich so wegschlängelt, ne, dann wird mir ganz anders irgendwie so. Ja, beides habe ich bei mir hinten im Garten schon gefunden. Toll, ja. Kreuzspinnen und, und Blindschleichen. Ja, aber kennt ihr den Film Arachnophobia? Ja. Und ich hatte nach dem Film... Nach dem Film hatte ich tatsächlich fast ein Jahr lang Schiss, mich einfach so auf die Toilette zu setzen, ohne vorher zu gucken, ob da eine Spinne drin ist. Ja, den habe ich nämlich, ich glaube, da war ich 16 oder sowas, den habe ich geguckt und fühlte mich wie der geilste Typ ever und der mutigste überhaupt, weil ich das irgendwie total gefeiert habe, so mit Bolzenschussgerät auf Tarantula und so. Und dann gehe ich in mein Kinderzimmer zurück und dann ist da so, weiß nicht, so eine Minispinne an der Wand. Und das fand ich so, also habe ich mich über mich selber beömmelt, weil so, ne, so groß mit Hut und im nächsten Moment im echten Leben gelandet und so eine Viertelstunde Zwiesprache mit diesem Scheißding an der Wand, bis ich mich überwunden habe, sie platt zu machen. Und da fühlt man sich dann auf einmal wieder sehr klein. Also da habe ich Demut gelernt. Oh, sehr gut. Ja, Spinne halt. Ne? Boah, netter Exkurs, danke Sebastian. Schön. Ja, siehst du, was schon in dieser Folge schon drinsteckt, ne? Ohne dass wir ein Wort der Handlung besprochen haben. Ja, so. Ja, jede Menge Erinnerungen. Ne? Ja. Jetzt nicht so an die Folge bei mir, aber ja. Ja, nein, aber einfach, man blickt auf eine lange Lebensspanne zurück. Ja, so ein Lebensthema. Wo einen das quasi schon begleitet. Ja. Ja, die silberne Spinne, mein Lebensthema. Ja, oder wie wir es gerne in unserem Podcast sagen, was hat das mit dir zu tun? Ne? Oh.
Sehr schön. Gut, sollen wir mal rein in die Handlung. Es wird jetzt echt, es wird zu tief. Ja. Ja, mitten rein. Geht ja auch direkt mitten los, ne? Ein beinahe Autounfall. Man hört irgendwie, Achtung Morten, der Wagen, und quietschende Reifen und der hat wohl geschlafen. Also ein Morten, der sich aufregt und rausgeht und den erstmal zur Rede stellen möchte. Irgendwer hat ihm wohl die Vorfahrt genommen. Ja, ja. So geht's los. Ja, irre ich mich und ist das das erste Mal, dass Morten in unseren Besprechungen auftaucht? Oder hatten wir Morten schon ein paar Mal dabei? So, ich hatte das Gefühl... Sagst du was? Gefühlt ist der so immer also dabei, den, ne? Aber ja. Dass das erste Mal so dabei ist, tatsächlich. Und es ist total schön und es ist gleichzeitig so untypisch für Morten. Weil Morten ist ja die Ruhe selbst und er ist ja immer, bewahrt immer Contenance, ja. Mhm. So. Und da ist er ja schon ganz schön bestimmt, sagt er also, ne? Hier, ihr Fahrer hat mir die Vorfahrt genommen, ne? Was soll das? Und es kommen viele Folgen vor, wo Morten beinahe Unfälle hat. Ja. Ne, also es fängt ja schon mit der ersten Folge an. Das stimmt. Ja. Aber ich meine, es bleibt ja schon dabei, dass sie sich also auch gar nicht provozieren lassen, obwohl da dieser schnöselige Typ aussteigt und sagt, sie hätten beinahe Lars Holmquist umgebracht. Im Zweifelsfall hat ein Holmquist immer freie Fahrt. Und weißt du, so, da hätte man schon auch einen Grund, mal kurz aus der Hose zu springen. Aber da bleiben die vergleichsweise entspannt, ne? Ja, und auch die drei Fragezeichen sind ja, weiß ich nicht, im Zweifel auch eher in einer autoritätshörigeren Zeit als jetzt. Ja, ne? Ja klar, aber ich meine, was denkt er sich? Da würde ich mir als Holmquist auch doof vorkommen. Der baut Scheiße und dann soll es ich gewesen sein. Ne? Also ich habe immer freie Fahrt. Das ist, ja, es ist auch, ich meine, Gott sei Dank ist der gute Lars ja auch ein netter Kerl. Ne? Ich meine, der Bob weiß halt sofort, von wem die Rede ist, weil der ja Zeitung liest, aber der Lars kommt ja auch sofort und erzählt ihm alles von sich aus. Ne? Ja. Also kommt direkt an mit hier, ich bin der Lars und ich bin hier noch ein paar Tage auf Urlaub und dann soll ich die Firma von meinem Papa übernehmen. Nein, muss. Ja, genau. Also das ist so das Erste, was man auch sagt. Immer so, ne? Ja. Ja, der ist ja, genau. Hallo, ich bin der Hanno und ich muss jetzt bald Podcast aufnehmen. Ja. Ja. So stelle ich mich auch immer vor im Supermarkt. Hallo, ich würde gerne Butter nehmen und ich muss jetzt gleich einen Podcast aufnehmen. Das wollte ich gar nicht wissen. So. Na gut. Wie stellt ihr euch Lars vor? Das würde ich gerne wissen. Also, wie sieht der aus? Langes Schweigen. Ja, ich meine, er heißt Holmquist, ne, so, und das ist ja schon eher nordisch, also ist er für mich ja klassisch blond, schon mal. Ich würde ihn als relativ groß und hager, hätte ich ihn jetzt, mit kurzen, weiß ich nicht, etwas welligen Haaren. Okay, so. Na, ist schon sehr konkret. Ja. Ja. Also, ja, also so, ich bin bei dir, blond, schlank, noch relativ jung, also so vom Auftreten her frage ich mich auch, ob der nicht irgendwie noch minderjährig ist oder so, also noch einfach so sehr, sehr jung, aber von der Stimme her ist er... Lass uns Freunde sein! Genau, ich darf keine Freunde haben, aber der ist halt von der Stimme ist er und so, vielleicht ja schon eher so Mitte 30 oder so, ne? Keine Ahnung. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass du da Antwort hast aus dem Buch. Also er ist so ungefähr 20 wohl im Buch. Oh. Aber ich finde auch, dass er im Hörspiel, dass es da so eine Diskrepanz gibt. Ich wollte es nur noch mal abfragen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass ich mir einen Jungen vor, der eigentlich noch nicht bereit ist für so eine Aufgabe. Und dann spricht er aber wie ein Erwachsener, er verhält sich aber wieder irgendwie teilweise wie ein Junge. Weil er ist finde ich, ist klar, ist er zuvorkommt und sagt, ja, entschuldigt mal meinen Fahrer und so, das ist ja schon sehr generös und auch sehr souverän. Aber dann sofort wieder ist er so irgendwie, als wäre er die volle Wurst, ja, als würden die ihm alles diktieren. Und er so, oh, ich muss das und das machen und oh, ich bin eigentlich volles Opfer und so. Ja. Ja, so, das mein Fahrer hat voll den schlechten Plan gemacht. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und so, ich finde, dass der Sprecher da gar nicht so richtig mit dem Holmquist reingeht. Im Buch ist der viel, viel autoritärer auch. Also, er hat,
der scheißt die wirklich zusammen, die anderen, und sagt, oh, das ist schon der dritte Unfall, ja, und so. Okay. Und das kommt mir nicht mehr vor. Und der verarscht die auch in Disneyland. Da rennen die vor den Sachen Leuten weg, vor den Wachen. Und als sie ihn einholen, sagt er, ja, wo wart ihr die ganze Zeit? Das werde ich wohl weiter sagen, ne? Dass ihr uns hier verloren habt und so. Das heißt, im Buch sind die wirklich auch in Disneyland? Ja, ganz kurz für sechs Sätze. Weil ich meine, für genau die Szene. Ich muss das einmal kurz sagen, falls es knackt zwischendurch, so die Internetverbindung ist am Tag unserer Aufnahme echt nicht so stabil. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie auf Kosten der Qualität irgendwie geht, aber wir versuchen unser Bestes. Aber die sind halt, die stehen halt am Auto und tauschen Visitenkarten aus, ne? Und der Lars ist halt auch stolz wie Bolle. Endlich, ne, er darf auch seine Karte zeigen. Und da ist halt dann Wappentier drauf, die Spinne. Und er liest halt auch brav durch, was die drei so für eine tolle Karte haben. Und dann muss er aber weiter, weil irgendwie für eine Ferienreise ist der Zeitplan wohl eng getaktet. Aber Justus drängt sich dann noch irgendwie auf mit dieser Idee, doch total originell, weil hat man noch nie was von gehört, die können ja auch nach Disneyland. Und im Buch fahren die dann zusammen noch dahin, oder was? Ja, die sind dann da und machen so ein paar Sachen und die verarschen die Leibwächter halt, indem sie die abhängen. So. Okay. Interessant ist im Buch auch, der Lars Holmqvist hat einen schwedischen Singsang, das wird extra betont. Und jetzt hätte ich gedacht, das ist doch eigentlich in den alten Folgen nie heraus. Also quasi die Herausforderung dann. Sonst macht man das doch auch bei jedem, der irgendwie ausländisch ist, dass dann den irgendwie verarscht. Und das kannst du ja wohl bei Schweden super gut machen. So Smörebrötmäßig und so. Aber weil es nicht ganz so eingängig ist wie jetzt so der klassische, den Asiaten kannst du schneller in die Schublade packen, oder? Ja, vermutlich. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen billo. Also man hätte jetzt auch für mich klingt es eher so, ach ja, nee, so uns Europäern verarschen wir uns nicht irgendwie so. Ne, so das hätte jetzt, wäre jetzt gut gewesen. Der so, na, ich bin der Lars von Holmqvist, von Magnus. Also ich kann es ja nicht. Meinst du, das ist positive Diskriminierung, dass sie das jetzt sein lassen, oder was? Nee, ich glaube, die haben einfach gedacht, nein, unter uns Zentroeuropäern. Gehört sich das nicht. Ah, doch, komm, sorry, aber der Kurt war ja wohl sowas von noch okay. Ja, nee, ja, hast du recht. Ja, dann hat sie keinen da, der es konnte. Ne, so. Ja. Gut. Und Amon Maréchal? Genau. Das stimmt auch. Ja, hast recht. Nee, dann. Und so, also, Zentraleuropa ist da nicht raus. Aber ja, genau, irgendwer konnte halt Schwedisch nicht. Ja, der Gernot Endemann dann vermutlich. Ja. Ja, genau. Aber genau, das sollten wir vielleicht einfach noch kurz auch erwähnen. Es geht halt, er sagt halt hier, ich komme aus Texas und die Firma, die ich übernehmen soll, das sind halt die Magnus-Werke. Und da hat man wohl einfach auch schon von gehört. Ja, das ist ja dieses komische Konstrukt. Normalerweise wäre er der Fürst von Europa irgendwo, ne, so. Und jetzt ist natürlich dieses Konstrukt, dass er der Sohn eines Industriellen ist, der eine Art, ja, wie soll man das sagen, so eine Art Stadt hat, ja, so. Ja, lass uns da gleich drüber quatschen. Ich erinnere mich da so ein bisschen an Clearwater. Clearwater jetzt. Ja, hier so Scientologenstadt. Ach so, quasi. Ah, ja. Ja, stimmt. Oder aber, so ein Eureka. Ja, genau, Stefan, ich wollte dich da jetzt auch gar nicht abwürgen, aber es gibt halt genau diese Szenen, wo sozusagen beschrieben wird, wie denn Magnusstadt funktioniert. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzugucken, was ist das für ein Konstrukt? Ohne Frage. Und warum ist es auch dem Originalkonstrukt entgegengestellt? Irgendwie das müssen wir uns gleich in Ruhe angucken. Ja, fahren wir lieber fort. Dann sie trennen sich nach Disneyland und sie denken, es ist ein Abschied für immer. Ja. Und gerade Freunde gefunden, schon wieder verloren. So geht's im Leben von Heranwachsenden. Ne? So. Und einige Tage später ruft Hitchcock aber an und kündigt geheimnisvoll einen Besuch an. So, ne? Und so ist er nun mal. Da ruft auch schon Tante Mathilda, sagt, sie sollen rauskommen. Während sie rausgehen, macht Justus noch so eine Bemerkung, dass ihm das, wenn er zurück an Lars denkt, dass ihm das komisch vorkommt, weil er nochmal diesen Unfall innerlich rekonstruiert hat und
es eigentlich so aus, also als es wäre so, hätte so ausgesehen, als würde der Fahrer wieder besseres Wissen, hätte der Gas gegeben, ja, so, oder eben nicht Gas gegeben, hat nicht gebremst, auf jeden Fall so, dass... Er hätte es halt inszeniert, der hätte es auf eine Kollision ankommen lassen wollen, so. Ne? Genau, und zwar so ankommen lassen, dass wir, oder dass die drei Fragezeichen genau in die Fahrer, in die Seite rein sind, wo der Lars gesessen wäre, hätte, gesessen war, hat. Gewesen. Komm, mach doch nochmal Plusquamperfekt Konjunktiv. Gesessen geworden. Da muss man wäre. Dabei gewesen waren. Oh, ich habe da ein leichtes Futur 2 erahnt. Aber genau. Im Abgang. Im Abgang, ja. Ja, ich meine, ist aber schon auch geil, dass der Hitchcock anruft und also eine Vorbereitung auf eine Überraschung ist es nicht, ne? Also, weil es ja wirklich genau in der Sekunde, in der Besuch kommt. Aber ich fand es irgendwie nett, weil Hitchcock musste offensichtlich im Hörspiel auch auftauchen. Es ist im Buch aber auch genauso, einfach nur kurzer Anruf. Ja, ich habe mal die Connections auch nicht gecheckt, die da haben. Er hat auch, klar, Burt Young ist Filmemacher. Ja, ne? Okay, das stimmt. Ist irgendwie, finde ich, naja, also bringt uns dazu zu Burt Young, weil Burt Young steht auf dem Schrottplatz. Man denkt, Lars kommt, ne? Kommt nochmal, sagt, yeah, ich habe euch so vermisst, will für immer bei euch bleiben. Aber nein, es ist Burt Young, ein Filmemacher. Und dieser Filmemacher, ja, lädt sie im Namen von Lars auf dieses Betriebsfest ein, zu der Lars die Firma übergeben bekommt, anlässlich dieses Betriebsfestes, ja. Ja, und der irgendwie. Steht er in irgendeiner Art Verbindung zu Lars? Also er macht da einen Film und da hat er wohl auch mit Lars zu tun und hat wohl dem Lars dann auch vorgeschlagen, als der so überlegt hat, oh, welche Freunde könnte ich denn einladen? So hat er gesagt, hey, du hast doch nur drei. Nimm mal die drei Fragezeichen. Ja, so wird's gewesen. Was überlegst du eigentlich, du Trottel? Aber stimmt, was der Burt Young dafür, was der Burt dafür einen Film dreht, ist nicht klar. Ob der da einfach nur so einen Imagefilm dreht oder das als eine Spielfilmkulisse nutzt, ne? Man weiß es nicht. Ja. Aber oder ein Propagandaclip. Könnte auch sein. Ja, wahrscheinlich eher so fast so. Für den Werkschutz. Ja, oder ob er das Ganze doch auch nur irgendwie inszeniert, um seinem Bruder da halt einen Gefallen zu tun. Ja, jetzt kommt ja dieses komische Konstrukt, weil der Justus fragt ja den Burt Young, wie kommt du denn auf uns? Und dann sagt er, ja, gibt halt auch ein Problem. Er würde ja eigentlich nur einen Film drehen wollen, aber sein Bruder, der Polizist in der Abteilung für Wirtschaftskriminalität in Houston ist, der hat gesagt, hey, hör mal, wenn du da gerade da bist, dann kannst du mir mal helfen. Es sei da was im Busch. So, und da möchte ich den drei Fragezeichen Klassiker Buzzer drücken. Die drei Fragezeichen gehen irgendwie in verdeckter Mission. Ja, eigentlich als wer anders, aber im Hintergrund als Detektive von jemandem so engagiert irgendwo rein. Das gibt's in Folgen schon mal häufiger. Stimmt. Ja, das ist richtig. Das ist ein klassisches Motiv. Das hatten wir jetzt beim Gold der Wikinger auch noch, wo sie halt als für irgendwas engagiert und was und werden dann halt durch die Hintertür quasi als Detektive eingeführt. Ja, stimmt, das haben wir da auch. Ja. Stimmt, das ist so ein Klassiker-Element. Das stimmt tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, es ist sehr verworren ansonsten. Und was genau weiß man nicht. Wahrscheinlich soll Lars betrogen werden, aber ist kein Ding. Ne? Alles, was sie machen müssen, ist eigentlich nur die Augen offen halten. So. Es klingt so ein bisschen wie Werbung für so einen Telearbeitsplatz, weißt du, so in diesen Anzeigen so. Super simple Arbeit, von zu Hause aus nur ein paar Klicks, 3.000 Euro im Monat. So, also Flug, Unterkunft, Taschengeld werden bezahlt. Ja, es ist nichts Konkretes. Ja, Moment, Flugkarte. Ja, es ist aber nicht. Oh ja, stimmt. Also ich habe lange, also das Wort Flugkarte ist mir eigentlich ziemlich unbekannt. Ach so, das kommt ja so vor. Ja. Ja, das heißt doch eigentlich immer Ticket, oder? Das hieß doch schon immer Ticket. Ja, 81 fehlen noch nicht. Naja, also jedenfalls ist es halt sehr
ja, wie soll man sagen, ungenau einfach. So, das ist immer so ein schnöder Verdacht nur. Und sie sollen aber dahin. Aber die nehmen natürlich an, vorausgesetzt ihre Eltern sagen zu. Ja, ja, über Blendmusik und dann sind sie auch schon da. Sehr schön. Ja, finde ich super. Ist vor allem ja wirklich auch gar nicht, also das ist schon eher dann auch ungewöhnlich, grundsätzlich in den Klassikern wie auch in den neueren Folgen. Ne? Wobei sie jetzt ja eben in dieser Version nicht den Kontinent verlassen, aber so Flugreise ist es ja nun mal trotzdem. Was nicht so auch, aber ne? Ja, wie ein grüner Geist. Ja, da fliegen sie auch wohin, glaube ich. Ja, ne? Ja. Ja, ja. Ja. Sind auf jeden Fall jetzt in Texas, nicht in Europa. Genau. Eine schwedische Stadt in Texas. Irgendwie. Irre. Ja. Bei Schweden denke ich ja an so gemäßigte Temperaturen. Und bei Texas, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, das ist schon so Durchschnittstemperatur 31 Grad. So. Das ist schon heftig. Ja, das war. Ja, ja, aber Bob gibt sich in Magnusstadt dann den Fremdenführer, ne, und erklärt so ein bisschen was. Also sind, glaube ich, die Szene ist, glaube ich, dass sie auf dem Balkon stehen, auf ihrem Hotel und über Magnusstadt blicken. Und das ist, finde ich, eigentlich eine ganz schöne Szene, weil man da so richtig so das Gefühl bekommt, in so auch so eine kleine Zeitreise zu machen. Das ist ja alles etwas mittelalterlicher, kann man das so sagen, oder zumindest antiker. Mhm. Ja. Und Bob erzählt ihnen halt von der Magnusglocke. Und zwar hat der Vater von Lars ein Buch geschrieben, in dem diese Magnusglocke eine große Rolle spielt. Die wird nämlich dann geläutet, wenn der Graf Magnus in Gefahr ist oder die Leute wissen lassen möchte, dass er in Gefahr ist. Konkret war es, er hat irgendeinen Kampf überlebt, glaube ich. Ja, und gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Und dafür hat er diese Glocke geschlagen. So, und die Einwohner wussten dann, super, der er lebt noch und braucht unsere Hilfe. Ja, so, jetzt ist natürlich die erste Frage, warum? Also, ne, das ist ja, der Vater war doch offensichtlich der Inhaber der Magnuswerke vorm Lars. Ne? Der war aber auch dann in seiner Freizeit oder was begnadeter, passionierter Romanautor. Ja, Bob kennt dieses Buch auch. Also im Buch sagt Bob, ja klar kenne ich das Buch, voll das gute, berühmte Buch und so. Das hört sich halt so an, als sei das schon Jahrzehnte alt, ne? Ja, ja, aber Bob kennt halt in den Klassikern zumindest jedes Buch. Ne, so. Aber es ist ein Roman, der war Schriftsteller. Also der hatte ja eh einen Spleen, also der hat ja voll viel nachbauen lassen aus dieser Zeit da, ne? Oder aus diesem Roman. Ja, gut, aber klar, da muss man sich leider die erste Logikfrage dann so stellen. Ne? Wie alt ist denn dieses Buch und weiß ich nicht, was basiert da auf dem Buch oder was war Vorlage für das Buch? Weil du halt so eine Kirche und so einen Glockenturm und was nicht alles ja jetzt auch nicht an einem Wochenende hochziehst und da eine Touristenattraktion draus machst. Aber Schweden nur mal schon. So. Ja. Ja, Moment, genau. Woher kommt denn der Ausruf alter Schwede? Ja. Da hat wieder einer eine Stadt hochgezogen. Genau. Ja, also es bleibt so ein bisschen abenteuerlich an der Stelle auch. Ne? Aber ja. Wobei. Es ist halt eine andere Welt. Ich glaube was das halt einfach vermitteln soll, sowohl im Hörspiel als auch im Buch, ist, dass die einfach in einer ganz anderen Welt sind. Die sind abgeschieden, die sind weg von zu Hause und das da ist eine ganz andere Kultur als das, was sie sonst so kennen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich der springende Punkt. Genau, so, ne, dann kann man jetzt immer noch dann darüber fachsimpeln, wie lange es braucht, damit sich so eine Kultur bildet und etabliert. Ja, ja. Und so irgendwie im Bewusstsein einer Gesellschaft verankert ist, ne, ob das innerhalb von so einer halben Generation klappt. Aber gut. Es ist ein bisschen holzschnittartig gemacht, ne? Aber zu einer Kultur gehört natürlich auch eine gewisse Legendenbildung und, ne, und solche Sachen. Und das soll da halt irgendwie drumherum aufgebaut werden. Und als Kind hat das für mich funktioniert. Ich habe mich da drin gefühlt. Ja. So, ja, das ist ja letztendlich kann er jetzt, also das ist ja natürlich der Mangel der Übersetzung in Europa, in einem Königreich in Europa würde es totalen Sinn ergeben. Ne? Da gäbe es wahrscheinlich so einen alten Graf Magnus, ne?
den hat es auch mal gegeben. Und da sind die das gewohnt auch, dass die Glocke läutet und so. Hier ist es ja schon, es ist alles Fiktion. Selbst wenn diese blöde Glocke läutet, würdest du ja denken, aha, sind die Graf-Magnus-Festspiele eröffnet worden. Ja. Aber du hast ja eigentlich nicht dieses Gefühl, dass da wirklich was auf dem Spiel steht irgendwie. Ja, vielleicht müssen wir dann wirklich einfach, die Frage wird uns wahrscheinlich noch mehr als einmal begegnen, warum zum Geier hat man das Setting geändert. Aber ja, gut. Ja. Erstmal ist das Setting halt so, wie es ist. Wir sind jetzt in Texas, in Magnusstadt, wo halt klar ist, Herzstück dieses Geländes ist schon ein großer Betrieb für landwirtschaftliche Maschinen. Drumherum gibt es aber eben einen kompletten Ort und eben auch zahlreiche Kunsthandwerkerbetriebe, die das Ganze auch als Touristenattraktion super attraktiv machen und da Publikum ziehen wie Disneyland. So, ne? Ja, so ein Eindruck macht es. So ein Eindruck macht es. Ist auf jeden Fall groß. Ja. Wie groß stellt ihr euch das vor? So richtig als Stadt? Disneyland. Zwei Häuser. Magnusstadt? Ja. Die Kirche und das Hotel. Nein, keine Ahnung. Ja, schon. Klar, so eine Kleinstadt. So Monschau, also so. Ja, stimmt. Wie Monschau in der Eifel hier, für die, die jetzt nicht aus der Gegend sind. Sehr schöne Perle der Eifel, oder wie heißt es? Also, da könnte man sich tatsächlich wie in Magnusstadt fühlen, ne? Wenn man so durch Monschau läuft. Finde ich so ein bisschen. Ja, ist eine schöne Idee. Ja, kann man mal. Ja. Ja, oh, stellen wir uns das Ganze doch in Monschau. Da hätten wir Silberne Spinne doch verfilmen sollen. Hätten das in Monschau verfilmen sollen. Ne? Naja. Ja. Ah. Ja. Ja. Zu spät. Aber genau, bevor wir uns da in Insider und Erinnerungen verstricken. Bob hat brutalen Hunger und die wollen essen gehen. Und dann kommt halt Lars auch schon ins Zimmer und begrüßt sie und lässt auch das Bankett hereinrollen, so ungefähr. Ne? Zu Tisch. Trag den Tisch rein. Ja, das ist so großartig. Ist schon alles so ein bisschen Prinz Eisenherz irgendwie so. Also so. Und jetzt wird auf den Gong geschlagen und das Essen kommt reingefahren. Genau. So, ja. Wobei ich habe noch vergessen, dass sie natürlich vorher auch noch für den Hörer erwähnen, dass sie ja ausgestattet worden sind. Ja, mit diesen Kameras. Oh ja. Kameras, die über Funk Kontakt aufnehmen können. Und zwar sehr leistungsstarke Sender. Ich glaube, 5 Meilen oder so, glaube ich. Und außerdem hat eine Kamera ein Tonbandgerät an Bord. Also noch dabei. Was ja auch nochmal, ne? Heutzutage sagen wir was? Also ein Handy oder ist Handy dabei? Ja. Ja, so. Aber damals, ich bin sicher, dass ich als Kind ausgeflippt bin und gedacht habe, ich will so eine Kamera. Ja, so. Das war schon damals was ganz Besonderes. Das, ja, also jetzt werde ich mal nostalgisch, was es früher irgendwie nicht so gab. So. Aber ey, ich hätte so GPS-Sender, da hätte ich getötet für früher. Ja? Ich wollte immer unsere wissen, wo unsere Katzen hingehen. Die sind ja verschwunden. So, ne? Und wollte wissen, wo verstecken die sich eigentlich den ganzen Tag. Das war damals Utopie, dass du das rausfinden könntest. Hätte ich in so ein 2-Kilo-Batterie ranbinden müssen. Irgendwie. Das ist irgendwie. Hättest du da ein Sprechfunkgerät gehabt, Mensch. Ja, Sprechfunk gab es ja schon, aber so ein Peilsender. Naja, aber auf jeden Fall, sie haben halt echt High-End-Equipment, was ja auch nochmal die Frage ist, wie kommt der Bird Young an sowas ran? Ne? So. Die Frage ist auch überhaupt, warum hängt der Bird Young sich da so rein? Der ist Filmemacher, der ist nicht Geheimdienstler. Ja, im Original schon, ne? Ja, ja. Also im amerikanischen Original ist er Geheimdienstler. Ja. Es ist die CIA. Ja, richtig. Und deswegen, da stellt sich dann halt die Frage, ne? Das ist ja auch politisch. Womit wir wieder zur Frage kommen, warum dieses Setting? Das ist ja auch politisch schon irgendwie brisant, ne? Weil damit ja auch nochmal klar gemacht wird, dass die CIA schon sehr arg. Also, das ist ja ein offenes Geheimnis, aber trotzdem, dass man das so thematisiert, dass die CIA da in fremden Regierungen einfach rumfuscht. Ne? Also ich glaube, die wollen da diesen Prinz betuppen, ne? Und wir finden den Prinzen gut. Dann werden wir da mal ein bisschen drin rumwurschteln irgendwie so. Ja, nein, es besteht ja auch überhaupt gar kein Zweifel daran, dass wir die Guten sind. Genau. Nee. Wir sind die Guten. Aber es ist halt auch die Szene, die erste und sicherlich nicht die letzte im Hörspiel,
die nämlich eher so weg von Klassiker-Assoziationen hin zu Agenten-Thriller und Thema James Bond aufmacht. Ne? Da, auch das wird uns noch an mehr Stellen begegnen und findet ja sogar im Original auch statt, dieser Vergleich. Ne? Ja. Ja. Und das ist irgendwie, meines Empfindens nach, ist das jetzt neu in den drei Fragezeichen. Dass das irgendwie so richtig ein modernerer Thriller irgendwie wird. Aber das ist ja nun mal eine Robert Arthur Original-Klassiker-Folge. Und genau aus dieser Zeit, wo ja auch schon James Bond sehr berühmt und bekannt war. Das stimmt. Und es ist halt im englischen Originalbuch, habe ich halt einen Ausschnitt gefunden. Ich weiß halt nicht, ob das im deutschen Buch auch ausdrücklich benannt wird. Aber da wird halt James Bond als Figur auch genannt. Irgendwann sagt Peter das, glaube ich. Ne? Er sagt, wir genau, sind ja nicht James genau. Bond oder so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es im Buch oder nur im amerikanischen Original so war. Dass, welches aber es ist halt tatsächlich so, dass Robert Arthur diesen James Bond-Vergleich da reingebaut hat. Ja. Und das eben auch ja schon irgendwie überraschend. Ja, ich glaube auch, das ist so eher spionagemäßig angelegt. So. Und ich meine, es ist ja eigentlich auch ein Action-Hörspiel, was wir ja noch merken. Da geht es ja nicht viel um Kombinieren. Ja, so. Da ist viel Action drin. Und dann ist es natürlich vielleicht tatsächlich so ein kleiner Versuch von Robert Arthur, das auch in so eine die Welt der Spione und Geheimdienste-Ecke zu bringen. So, ja. Ne? Was wir dann erst Jahre später wieder bei André Marx hatten, bei Toteninsel. Da kommt dann Bird Young wieder quasi. So. Ja, aber wie gesagt, Lars bringt Essen mit und Bob stürzt sich an einem Spinnennetz und das finde ich eine ganz spannende oder eine sehr coole Szene. Und er will dieses Spinnennetz wegmachen und Lars wirft sich auf ihn. Ja. Ein Rugby-Spieler, der tackelt den erstmal weg, ey. Ja, wirft sich auf ihn drauf und Bob echauffiert sich ein bisschen, anstatt dass er ihn nochmal bittet, auf ihn drauf zu springen, weil er ist ja der ein Holmquist, ne? Und der hat ja immer freie Fahrt. So, nein, also er erklärt ihm, dass man in Magnusstadt, dass sie keine Spinnen töten. So, und zwar, weil oder dieses. Nester zerstören. Weil, genau, ja. Nester, ja, das ist schon krass. Alles fand ich auch krass. Nester irgendwie so. Das, ich habe mir mal Bilder von Spinnennestern angeguckt im Internet dann. Das sieht schon fies aus. Also, naja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier silberne Spinne, voll cool, weil die silberne Spinne hat damals den Graf Magnus gerettet. Der musste vor Verfolgern fliehen und hat sich auf den Dachboden geflüchtet. So eine Spinne hat sich sofort dran gemacht, da ein Netz zu spinnen. So, ne? Und die Verfolger haben dann gedacht, ja, da ist keiner oben, weil da ist ein Spinnennetz davor. Was auch, sag ich mal, eine praktische Lebensweisheit ist. So. Hätte ich auch nicht gemacht. Ja, Justus steigt sofort drauf ein und sagt, dann hat also hier ne, eine Spinne dem Graf Magnus das Leben gerettet. Woraufhin Bob dann halt sagt, ja, Moment, halt, stopp, Graf Magnus ist aber doch irgendwie eine Romangestalt. Und dann muss Lars halt irgendwie auf seinen Vater verweisen, der dann irgendwie früher als Kind mal eine Tracht Prügel sonst eingesteckt hätte und das wohl halt irgendwie in seinem Buch dann so verarbeitet hat. Der hat irgendwie so ein Schäferstündchen gehabt mit jemandem und dann hat, also im Buch ist es jedenfalls so. Oh. Und der Nebenbuhler, sagt man so, hat ihn dann verfolgt, ja. Okay. Ja. Also ich meine, auch da, wie schnell spinnt eine Spinne ein Netz? Sehr, ja. Wer kann hier, wer besten Tastatur klackert nicht ins Mikrofon? Ich google hier nichts, was mit Spinnen zu tun hat, mein Freund, aber ich bin auch nicht wahnsinnig. Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen, eine halbe Stunde. Ja, also so, dass du halt wirklich, du gehst da vorbei, es ist 16:75 und du denkst, oh, auf diesem Speicher war schon seit 20 Jahren keiner mehr, weil ne, da kommt einem so das Gegröße da entgegen. Es ist ja nicht nur irgendwie ein Faden, der da rumbaumelt. Ein Faden. Sondern die Spinne muss ja schon relativ zackig gearbeitet haben. Ja, und die muss schon auch ein imposantes Netz gemacht haben, weil in der Regel guckst du ja nicht so sehr auf Netze. So, ne? Das stimmt schon. Also es kann jetzt nicht ein kleines Netz sein, wo du sagst, oh, wenn ich hier von der Seite gucke, dann kann ich es erkennen. Ne? So, sondern das muss schon sehr imposant sein. Irgendwie. Ich meine, wenn der Verfolger auch Schiss vor Spinnen hatte, dann reicht wahrscheinlich das kleinste Netz, um zu sagen,
sagen, da will ich nicht gucken. Das wäre eine Erklärung, ob der eigentlich Spinnenphobiker war. Ja, so schließt sich der Kreis. Naja, auf jeden Fall ist ja der Lars sehr froh darüber, dass da ein Spinnennetz ist, weil er das für ein gutes Omen hält, weil er ja die drei Fragezeichen darum bitten möchte, dass sie ihm helfen, die silberne Spinne wiederzufinden, also die aus Metall, die ja das Wahrzeichen der Firma ist. Genau, die sei halt verschwunden. Aber man muss auch noch mal sagen, der Vater hat dieses Buch geschrieben, fand das Buch dann selber so cool, dass der diese Spinne hat anfertigen lassen als Wahrzeichen, ne? So Vierteldollar Stück groß. Und hat dann in sein Testament geschrieben, dass sein Sohn nur die Firma führen darf, wenn er zum großen Festakt dieses Spinnenschmuckstück, was auch immer, dabei hat. Ja, nicht nur der Sohn, ja, das nur, nur der. Nur ja, der, aber wem, der will, wem will er denn die Firma vererben, wenn nicht seinem Sohn? Ja, ich glaube, für den Enkel würde es genauso gelten nächstes Mal. Also die Spinne muss immer am Start sein. Der wollte damit weil, sich... Er möchte eine Tradition setzen. Ne? Das ist ihm wichtig. Das scheint ja alles irgendwie sehr kulturell und traditionell da zu sein. Aber willst du nicht als Vater deinem Sohn die Firma vererben und nicht einfach nur verfügen, dass irgendein Hanswurst die Firma kriegt? Hauptsache, er hat die Spinne. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis von den beiden so war. Ich weiß nicht, aber ich habe mich halt schon auch gefragt, warum der gute Herr Forsberg, der jetzt ja auch gleich in Erscheinung treten wird, überhaupt kommissarisch die Firma leitet und warum das nicht sofort der Sohn macht. Wenn es Amerika ist und der ist 20, aber es ist ja eigentlich im Original nicht so. Im Original ist es ja ein Fürstentum in Europa. Ja, nee, bleiben wir halt bei der Hörspielgeschichte jetzt, auch um es nicht immer zusätzlich total kompliziert zu machen. Aber wenn du sagst, der ist halt im Hörspiel wirkt er halt von der Stimme her schon total erwachsen, wo ich mich frage, was soll dann ein Forsberg? Wenn du aber sagst, der ist im deutschen Buch noch nicht 21, dann kann das natürlich sein. Aber dann müsste der auch beim großen Krönungstamtam dann Geburtstag haben, oder was? Theoretisch schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich tatsächlich einfach so das ist so ein bisschen, naja, es ist halt schon fürstlich, so wie der Statthalter von Gondor, weißt du, so, also solange da nicht der eine kommt und der wird gekrönt und der muss halt, was weiß ich, das Blatt von Schieß mich tot tragen, ja, also solange der nicht kommt, muss der eine das weiterführen, irgendwie. Ich will mich da auch jetzt nicht künstlich reinsteigen. Das eine sind halt vielleicht so über Jahrhunderte gewachsene Traditionen und das eine ist so der Papa, der vor 20 Jahren ein Schmuckstück hat machen lassen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr wertig, obskur. Ne? So, aber gut, das ist aber das, was Lars den drei letztlich erklärt. Ne? Ich bin in der Klemme, weil ich muss dieses Ding haben. Wenn ich die Firma führen will, dann brauche ich das. Helft mir, weil das Ding ist verschwunden. Naja. Genau. Ich glaube, dann kommt auch schon Forsberg rein. Ja. So und begrüßt sie doch recht freundlich, wie ich finde, dafür, dass das so ein. Ja, ging dir das auch so? Ich bin ja nie mitgekommen, dass das so unfreundlich ist, so ein eiskalter Fisch und so. Ich finde, dass der relativ freundlich ist. Ja, der kam total nett rüber. Herzlich willkommen und so. Ich meine, ne, das ist jetzt erstmal sein freundliches Gesicht. Und ja, ich habe jetzt noch ein großartig. Meeting, aber ich gebe mir Mühe, das alles in eurem Interesse bestmöglich zu machen. Ja. Schönen Tag. Hast du ihnen schon das Museum gezeigt, Lars? Ja. Also genau. Der väterliche Freund kommt darüber. Ne? Ja. Ja. Eiskalter Fisch. Das Einzige ist das cool, wo er sagt, sind das deine Freunde, Lars? Da liegst du so im auf der Zunge zu sagen, nein, das ist meine Nordic Walking Gruppe. Ja. Das ist so. Ich finde, sind das deine Freunde, Lars? Du hast doch gar keine Freunde, Lars. Ja, das ist halt ja, er mag euch nicht, weil ihr meine Freunde seid. Er will nicht, dass ich Freunde habe. Das ist habe. So geil, ja. Wie gesagt, da ist der Lars doch noch ein Kind, oder? Also ja, eben. Also da kommt er so leidend drüber. Dass ich irgendwie so voll den Respekt vor dem verliere. Irgendwie denk, du bist doch noch gar nicht fähig, so ein Unternehmen zu leiten. Irgendwie. Also, ja, der mag euch nicht, weil er nicht will, dass ich Freunde habe. Und neulich hat er Nutella-Brot runterfallen lassen, als er es mir geschmiert hat und so.
Ja, wobei, ich muss sagen, ich mag die Figur vom Lars einfach sehr gerne. Ne? Also der ist halt, der ist nicht klar definiert. So. Aber ich finde, der ist einfach erstmal ein ganz feiner Kerl. So. Ich mag den. Ja, ist auf jeden Fall besser als dieser Typ aus dem Tanzenden Teufel, ja, der ja so Überflieger sein möchte. Aber das könnten Brüder sein, der kleinere und der größere. So. Oh. Doch, ich finde schon, dass das so eine Ähnlichkeit ist da. So. Ja, die sind halt beide so anbiedernd. Ja, bei den drei genau, das wird sein. Das ist das irgendwie, ja. Mhm. Ja, also er will auf jeden Fall, dass sie die Spinne finden. Erwähnt er nochmal, als Forsberg auch wieder gegangen ist. Und ich glaube, dass der Justus ja eigentlich so seine Zweifel hat, ob sie das finden können. Ne? Wenn sie sagen, er sagt, das ist so klein und wer weiß, wir haben ja keinen Anhaltspunkt und nichts. So, ne? Was jetzt auch ungewöhnlich ist für Justus, aber er hat ja vermutlich recht, sie wissen nicht, wo sollen sie es tatsächlich tun. Und das nächste ist ja, dass sie dann, dass Lars ihnen anbietet, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mich um irgendwas kümmern von der Krönung halt und genau, weiß man es auch nicht. Genau. Also, ne, was hat er denn zu erledigen? Ne? Also, man weiß es nicht. Er darf ja eh nichts machen. Naja, auf jeden Fall hat er keine Zeit und er sagt, ihr könnt, ich habe aber einen Fahrer und der fährt euch überall rum. Ja, und das machen sie dann auch. Genau, der Bengt. Bengt. Der Bengt. Und Bengt ist Graf Dracula aus Draculas Insel Kerker des Grauens. Und den kriege ich nicht raus. Ich denke, da sitzt immer Dracula am Steuer und denkt so, nein, haut ab. Oh, gibt eine zusätzliche Ebene in die Story rein. Sehr schön. Ja, das ist so. Deswegen konnte ich mich mit dem nicht als Guten anfreunden irgendwie so. Weil der für mich, der hat zweimal Graf Dracula in der Gruselserie gespielt. Okay. Ja. Aber ein guter Schauspieler. Wurde nur für seine fiesen Rollen gebucht im Übrigen. Ne? Und auch stimmlich. Der durfte nie jemand anders sprechen. Immer nur blöde Fieslinge. Ich meine, er hat ja jetzt auch zu Beginn eine Rolle, die noch nicht ganz klar ist, wo die drei Fragezeichen auch sagen, wir wissen noch nicht, ob wir ihm vertrauen können, weil er halt auch im Auto saß, als es da in Rocky Beach den Beinahe-Unfall gegeben hat. Und er macht sich jetzt ja auch erstmal nicht unbedingt, also weiß ich nicht, es ist ja schon irgendwie dann auch strange, wenn die dann da sitzen und er auch dann erzählt, dass sie verfolgt werden. Ach, und dreht euch nicht rum, wir werden übrigens verfolgt. Und das halt so ruhig, ne? So beiläufig. Ja, warum denn nicht so? Ganz entspannt, wir werden verfolgt. Aber ja, die nächste Szene hat halt einfach nichts so mystisches Dracula und so findet da nicht statt. Das geht jetzt Richtung Agenten-Thriller, ne? Ich muss es auch zurücknehmen, ne? Also der Sprecher ist nicht der, den ich meinte, der nur fiese Rollen kriegt, das ist ein anderer. Aber da kommen wir noch dazu. Dings, ich habe den gerade verwechselt. Ja, aber das ist schon krass, wie der das sagt. Aber ich finde, da wird der Bob reagiert ja auch darauf. Der sagt, wir werden verfolgt und das sagen sie so einfach. Also, warum nicht? Warum denn nicht? So, ne? Also das ist schon, finde ich, echt richtig gut. Ja, er sagt ja, ich lasse euch hier im Park raus und da drüben steht meine Schwester Britta. Das erwähnt er ja öfters. Dann sagt er, Bengt und meine Schwester Britta. Ja. Und die verkauft da Luftballons im Park. Also die ist anscheinend schon Rentnerin, oder? Also da kommen wir nochmal drauf. Und der schlägt ihnen vor, dass sie zu ihr gehen sollen und sie bitten sollen, sich fotografieren zu dürfen. Ja, Codewort. Agententhriller, Codewort. Ja, Agententhriller. Okay. Sie machen das natürlich auch sofort. Aber das ist natürlich schon auch irgendwie, weiß ich nicht, der Bengt hat sich ihnen gegenüber ja jetzt eher als geheimnisvoll präsentiert. Ne? Und dann ist die Frage schon, so würde ich das jetzt befolgen? Als Detektiv schon, klar. Ne? Ja, stimmt, das ist ja neugierig. Neugierig, ne? Also im Buch sagt ihnen auch der, sowohl im Amerikanischen als auch im Deutschen, sagt der Lars, der Bengt ist einer von mir. Also einer, der zu mir hält. Ja, so, dem könnt ihr vertrauen. Warum das im Hörspielskript jetzt anders gemacht wurde, so dass sie eher so misstrauisch sind, weiß ich nicht, weil es hat ja gar keinen Sinn irgendwie. Ja, es erzeugt halt zumindest zu Beginn nochmal so ein bisschen mehr Unwissenheit, Spannung und mehr so dieses, die sind halt in einer total fremden Umgebung und haben halt gerade außer Lars eben keine Orientierung und keine Vertrauensperson. Das macht es schon mal für ein paar Sekündchen nochmal interessanter, ne? Aber es löst sich halt schnell auf. Ja.
Ja, ja, weil sie gehen zur Britta und sie lassen sich von ihr, sie fragen sie, ne, ob sie sich fotografieren dürfen mit ihr. Und sie hat dann direkt so hinter vorgehaltener Hand, so beim Fotografieren wahrscheinlich, gibt sie die Infos so, ihr werdet verfolgt, hier eine Frau und ein Mann, gefährlich sehen sie nicht aus. Gibt aber auch schon direkt die nächste Handlungsanweisung. Also das heißt, die drei Fragezeichen sind vollkommen passiv, da gerade die ganze Zeit. Und ja, setzt euch da hin, esst was, gibt ihnen die Gelegenheit, euch anzusprechen. Ja, alles klar, machen wir, tschö. Ja. Das wurde, glaube ich, eben auch in den Kommentaren, in den Hörerinnen-Kommentaren auch nochmal angesprochen, glaube ich, dass es genauso ist. Das ist so passiv, ne? Und du hattest noch eine Sache ausgelassen, Hanno, vorher funken sie noch mit Bird Young. Stimmt. Ja, sie probieren noch ihre Kameras aus. Ja, und also, da geht es mir übrigens auch so, da erkenne ich voll Marvin Gray, da fällt er für mich in diese Marvin Gray-Ecke rein. So, also, Sprechverbindung gut, wie ist die Lage? Ja, ja. Und dann check, over and out, Funkfüchse. Ja, und dann ist es so, dass er sagt, wir sind im Park, Lars hat uns gerade gesagt, dass die silberne Spinne gestohlen worden ist. Huje, das macht alles noch schlimmer. Könnt ihr ihm helfen? Ich weiß nicht wie. Ja, dazu fällt mir auch nichts ein, aber bleibt dabei und haltet die Augen offen. Genau, und sie fragen ihn auch noch, ob sie Bengt vertrauen dürfen, das beantwortet er aber auch nicht. Nee, er sagt, ja, da muss ich nachgucken. Ja. Ne, so. Weiß ich nicht. Ja. Der ist so nutzlos einfach irgendwie. Ja. Ich glaube, das hat auch eine Hörerin gesagt, irgendwie so, wozu ist Bert Young eigentlich da? Was soll der eigentlich? Und das ist so messerscharf wirklich beobachtet, weil er ist echt einfach nutzlos. Ohne Ende, der so, Jungs. Bert Young ist der Typ, der ihnen das Equipment zur Verfügung stellt. Dafür ist er da. Ja. Hanno, eigentlich hätte ich das von dir erwartet, Thema Musik. In dieser Szene ist nämlich die erste Szene, wo hier Jahrmarktatmosphäre original schwedische Musik wunderbar inszeniert wird. Also ich verbinde Schweden eigentlich immer eher mit so Viking-Metal. Ja, oh, auch schön. Aber auch schon um eine Ecke gedacht, ne? Also. Ja. Nein, das ist mir tatsächlich sehr wenig aufgefallen. Ich hab das als Kind halt einfach als Jahrmarkt hingenommen. Ja. Was ist denn original schwedische Musik? Einkaufsmusik von Ikea? Okay. Echt? Ja, ich habe ja im Aufruf zur Hörerin damit die Leute uns ihre Meinung zur Folge sagen, habe ich ein schwedisches Volkslied als Untermalung gehabt. Mhm. So, das war ein original schwedisches Volkslied. Ja. Okay. Also keine Berchtesgadene Polka. Kein englischer Schiffsjungentanz oder kein Flamenco. Euch ist es aufgefallen, ne? Also mir tatsächlich nicht. Ich hab's. Für mich ist es halt Mucke, ja. Also mir ist halt, also sagen wir so, mir ist halt aufgefallen, dass das halt wirklich eher so diese bayerische Volksmusik ist im Hintergrund. Und den Rest, der ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf fleißiger Recherche und ehrlicherweise natürlich mal auf der Quelle rockybeach.com gucken, ne? Irgendwie, wo man dann einfach die Details auch nochmal kriegt. Aber dass das halt nicht schwedische Musik ist, das ist mir schon aufgefallen. Und dass das irgendwie halt ein kruder Atmo-Mix ist da. Ne? Naja, ich hab's als Kind einfach so hingenommen und ich bin da auch jetzt noch bereit zu, muss ich sagen. Ja, ich auch. Es funktioniert ja, aber die Szene ist an sich ja schon irgendwie so surreal, wenn da irgendwie so eine verhuschte Britta Luftballons vertickt und also es ist halt so ein bisschen. Man hört halt irgendwie so ein Karussell im Hintergrund, ne? Ja. Die ja auch schwer einzuordnen ist Britta. Wie alt ist Britta? Ja, also von der Stimme her ist Britta ein Mädchen. Du hast sie gerade schon zur Rentnerin gemacht, Stefan. Ja, weil angeblich arbeiten doch nur Rentner. Ja, das stimmt. Als diese Spielmänner da. So. Ja, naja, egal. Spellman. Sie machen jedenfalls, was Britta sagt, ja. Und gehorchen einfach, setzen sich dahin, wie Britta ja glaubt, und dass sie ansprechen werden. Das ist auch spannend, wie sie da drauf kommt. Aber tatsächlich macht sie es. Und ein Mann und ein. Was sagt dieser Kellner da? Der sagt, dass er Sandwiches ihnen. Ja, echte schwedische Sandwiches und Eis. Was sagt der als erstes? Soll ich nachgucken? Das weiß ich nicht. Ich habe mich nur auch gewundert, dass sie nicht wirklich selber bestellen, sondern er ihnen schon diktiert, was es gibt. Ne? So.
Und ich stelle mir vor, ich bin da und irgendwer sagt, wo so dut, und ich sag ja, ja, gerne. Und dann kriege ich irgendwas zu essen, was ich überhaupt nicht mag. Das war so eine Assoziation, ja, die ich da hatte. Ja, seltsam. Weil ich habe das erst halt einfach nicht verstanden. Ja, ja, gut, aber die Sandwiches kommen sofort, glaube ich. Ne? Ja. Smörgas. Smörgas, das sind die echten schwedischen Sandwiches. Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber im Buch steht Smörgas. So. Smörgas, echte schwedische Sandwiches. Ja. Ah, das ist dann quasi direkt schon mit Übersetzung. Und habt ihr den Mann erkannt? Aus einer unserer früheren Besprechungen. Den Mann? Den Kellner? Nee, den Mann der Ach Frau. So. Ach so. Hinsetzen. Ich habe, also mein schlauer Zettel sagt, dass es Siegfried Wald ist. Ja. Und aber ich habe das jetzt nicht zugeordnet. Ne? Ja, es ist einer meiner Lieblingscharaktere. Es ist nämlich Puck. Ja, Puck. Echt? Oh. Ja. Und okay. Siegfried Wald ist ganz spannend, wenn man den googelt. Man weiß nicht, wann der gestorben ist. Man weiß nur ungefähr ein paar Jahre. So, okay. Weil er sich so zurückgezogen hat und Heike Dine Körting das wohl in einem Interview mal fallen gelassen hat, dass der gestorben sei. Und man weiß nur das Ungefähre. Und der Siegfried Wald hat tatsächlich auch nur Rollen bekommen, wo er Bösewichter spielt. Das fand ich ganz spannend. So, weil er da seine charakteristische Stimme dazu hatte einfach. Okay.